So, da sind wir zu einer weiteren kleinen Aufnahmesession zu The Elder Scrolls Online. Sisyphus Guide. Zocken wir ja noch, ja. Warum gehst du nicht rein? Ich hab doch gedrückt. Wir müssen die vorige Mission noch eben abgeben. Ja, irgendwo da vorne. Hat voll die geilen Kugeln um sich. So. Da oben. Ich hoffe, jetzt gibt es mal wieder keine Probleme. Ihr seid ohne Welser zurück? Ich könnte nicht behaupten, dass mich das überrascht. Ich bin schon Kamelen begegnet, die weniger stur waren. Nein, ich habe sie überzeugt. Sie meinte, sie würde kommen. Ich freue mich zu hören, dass Welser sich uns anschließen will. Ihre Fähigkeiten sind von unschätzbarem Wert. Nicht so überzeugend, oder? Ich muss wohl noch üben. Quest abschließen. Danke. So, wir haben jetzt nochmal... wie man mit geschlossenem Mund denkt. Diese große Kiste enthält Handschuhe von Barans Fluch. Oh, wunderbar. Da ist sie ja. Alter. Welser, eure kratzige Stimme würde ich überall erkennen. Wie ist der Ruhestand? Von mancher Sorte Ärger gibt es wohl nie ein Entkommen. Es ist sehr entspannend, Gildenmeisterin. Wusstet ihr, dass ich ein Unkraut nach euch benannt habe? Es wächst höher, als es sollte und stiehlt den Pflanzen um es herum mehr Wasser, als es dürfte. Zickenkrieg, oder? Das ist kaum zu glauben. Ihr wart doch nie von der Sorte, die sich gern die Hände schmutzig macht. Oh, es ist wahr. Das Danizaira-Kraut wächst am besten im Dunkeln. Es zurechtzustutzen bereitet mir jedes Jahr aufs Neue Freude. Ja, die sind schon nice, aber die sind schwächer als die, die wir jetzt haben. Aber das ist... wird beim Anlegen gebunden. So wie ich sie in Erinnerung habe. Eins von fünf Gegenständen. Ja, ich behalte die mal an. Was haben wir denn hier? Zwei Gegenstände gewährt. 990 maximales Leben. Dritter Gegenstand gewährt 900 maximale Magiker. Vierter Gegenstände. Ihr leidet 40% weniger Schaden durch Fallen. Vierter Gegenstände gewährt 900 maximale Ausdauer. Fünfter Gegenstand oder Gegenstände. Baras Fluch. Eure Schaden verursachen Fähigkeiten erhalten eine Chance. Alter, wenn wir alles anziehen, ne? Teil des Sets, Barams Fluch, 2 von 5 Gegenstände, kriegen wir hier nochmal, jetzt zwei Gegenstände, gewährt uns nochmal 990 maximales Leben. Also, das ist schon ein fettes Ding, das, ne? Hier haben wir die Schuhe und die Hände, die haben wir schon mal. Jetzt gucken wir mal. Ja. Gut, kriegen wir jetzt noch keine neue Mission mehr, oder was? So, was haben wir denn hier? Nachricht von Queen. Skorponok. In der Nähe des Nests gibt es einen Ort, an den ich zum Nachdenken gehe. Könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr etwas Zeit habt? Ich brauche eure Hilfe bei einer persönlichen Angelegenheit. Queen. PS, der Senfleck hat keine spezielle Bedeutung. Ich sollte mich mit Quen treffen. So, dann machen wir das doch mal. Bisher, also fand ich die Mission bisher recht nice. Waren schon cool, muss ich sagen. Haben schon definitiv Bock auf mehr gemacht. Also, ne? Mal was anderes. Jetzt sind wir hier voller Bandit und so, Alter, voll gefährlich, ne, no change, wir sind die Besten der Besten, und jetzt bin ich mal gespannt, was sie da für eine hübsche Mission für uns hat, und wo genau sie sich verkriecht, um etwas zu entspannen. Ich möchte auch gerne mal entspannen. So, hier, was, wer ist er denn, was, wer bist du denn? Da oben hätten wir noch eine Mission und das ist sie bestimmt auch, ne? Benutze die Geisterfänger bei den Salzfängergeistern, okay. Ja, aber erstmal ist es cool, wenn wir uns die Rüstung beschaffen, nochmal ein paar Missionen machen.
und dadurch natürlich dann auch nochmal aufsteigen. Punkte sind nämlich wichtig. Er schleicht hier rum. Ja. Sollte die nicht hier irgendwo sein? Ja, und da sollen wir dann hin zu der Quest. So, und da mache ich mich auch hin. Ich hätte ausgewählt. Besser ist das. Dum 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 dum. Hä? Ihrem Dachversteck. Da oben oder was? Wie soll ich denn da hochkommen? Willst du mich veräppeln? Ich weiß ja noch nicht mal auf diesem, ob das jetzt hier auf diesem Dach ist. Sprich mit Quinn in ihrem Dachversteck. Das ist doch noch weiter da hinten. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann wird das grau. Warum? Und da ist das Dachversteck. Okay. Ich guck mal, ob ich hier über die Kriegsgilde da hochkomme. Um die alte mal zu finden. Gucken, ob die da oben ein bisschen rumbaumelt. Jetzt hier drüber über aufs Dach kommen. Wenn wir uns hier überhaupt noch sehen lassen dürfen. Nachdem wir erstmal hier schon geklaut haben ohne Ende. Komm, komm. Ja. Wir haben es geschafft. So. Das nehmen wir noch mit. Keiner mitbekommen. Ja, jetzt sollen wir hier wieder raus. Ich dachte, wir kommen hier drüber vielleicht irgendwie hoch und dann aufs Dach. So, mach das mal auf. Danke. Aber anscheinend liege ich da vollkommen falsch. Aber wir sollen hier unten raus. Dann machen wir es doch mal. Ah, schade. Wie gesagt, ich dachte, wir kommen jetzt hier unten irgendwie. Oh, oder hier über das Gebäude da hoch. Aber anscheinend nicht. Anscheinend will der nicht. Ich weiß nicht warum. Kein Bock. Zeigt mir natürlich immer noch da hoch, ne? Aber wie komme ich da hoch? Das ist das, was ich mich jetzt frage. Warte mal, ich hab da mal irgendwas machen. Audio, Gesamtlautstärke, volle Pulle, Musik. Mach ich auch mal ein bisschen lauter. Ist schon Effektlautstärke, mach ich mal ein bisschen Oberflächenlautstärke. Schrittlautstärke. Und zwar ganz unten. Mach mal voll. Ja, das finde ich ganz nice hier, dass man sich hier auch komplett einstellen kann. Den Sound. Das finde ich schon sehr episch. Schritt und alles. Du kannst hier ja wirklich alles einstellen. Das finde ich schon nice. Schon nice. Dann hört man das alles sehr gut. So, jetzt ist nur noch trotzdem die Frage, wie komme ich da ganz hoch? Verfluchter Dieb, Verschwende. What? Ja, ist ja am Zicken oder was? Komme ich von hier hinten da hoch? Och man, jetzt beginnt die Suche, nur auf diesen Scheißdach zu kommen. Zu ihrem verkackten Versteck. So, wo komme ich denn noch weiter höher? So. Hier rüber. Da ist sie doch, oder? Ja, da ist sie. Super. Haben wir sie doch. Es gibt etwas, was ihr über den Grund für mein Erscheinen in Abars Landung wissen müsst.
Bei unserer ersten Begegnung erzählte ich euch, ich bräuchte einen Partner, um den Geowessen Schädel zu stehlen. Ich habe euch nie erklärt, warum. Nicht wirklich. Warum wollt ihr ihn stehlen? Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Händler. Dann verschwand er dieses Jahr und ich verließ die Akademie, um ihn zu finden. Es scheint, als wusste ich sehr wenig über den Beruf meines Vaters. Immer wenn er auf Reisen war, verbrachte er seine Zeit in Abars Landung und arbeitete mit der Diebesgilde. Was hat das mit den Geowesen-Schädel zu tun? Auf seinen Reisen brachte mein Vater einen Aushang in allen gesetzlosen Unterschlüpfen in ganz Tamriel an, mit versprochenen Finderlöhnen für Relikte, die die Diebesgilde suchte. Mir war klar, dass ich mich nicht einfach so nach ihm erkundigen konnte. Okay. Ich wollte daher den Geowessen-Schädel stehlen und ihn dann gegen Informationen eintauschen. Weiß irgendwer in der Diebesgilde, wo euer Vater ist, könnte das Eisenrad den gleichen Aushang gesehen haben? Niemand kannte seinen Namen oder sprang auf seine Beschreibung an. Saira vermutet, er arbeitete mit einem der Diebe zusammen, die beim Mitgiftbeutezug starben. Verbündete der Gilde wurden immer wie Geheimnisse behandelt. Es scheint, als ob nur Nikolas wusste, wie alle Teile zusammenpassen. Übles Pech. In Ordnung, was braucht ihr? Könnte Eisenrad den gleichen Aushang gesehen haben? Sie müssen ihn gesehen haben. Das letzte Relikt, das die Diebesgilde suchte, dürfte ein verführerisches Ziel abgegeben haben. Das Eisenrad musste einfach nur warten. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand verletzt werden würde. Und ich wollte nicht, dass ihr in ihren Fokus geratet. Weiß irgendwer in der Diebesgilde? Okay, das hatten wir schon. In Ordnung, was braucht ihr? Schleicht leise erinnert sich daran, dass die Diebesgilde viele Relikte an Fürstin Sulima in Abars Landung verkauft hat. Mein Vater muss es gewesen sein, der diese Verkäufe eingefädelt hat. Ich will in ihr Herrenhaus einbrechen und seine Spur wieder aufnehmen. Was meint ihr, Partner? Auf mich könnt ihr zählen, ich bin dabei. Trefft mich beim Herrenhaus von Fürstin Sulima, wenn ihr soweit seid. Ich bin nicht fromm, aber heute Morgen habe ich zu Auriel gebetet. Falls wir nichts finden, habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist die einzige Spur, die auch nur ansatzweise in die Nähe meines Vaters führt. Was wisst ihr über die Fürstin Sulima? Als ich das letzte Mal irgendwo herumgefragt habe, hat das Eisenrad uns anschließend eine Falle in der Fulstrom-Heimstätte gestellt. Diesmal habe ich nur zugehört. Fürstin Sulima verlässt nur selten ihr Anwesen und hat eine Verbindung zu einem der Handelsfürsten. Das muss der Grund sein, warum Stadtwachen auf ihrem Anwesen patrouillieren. Mehr weiß ich nicht. Alles klar, leb wohl. So, schauen wir da hinten hin. Oder? Spricht mit Queen bei Sulimas Herrenhaus. Oh, das ist wo? Oh, da. Und da machen wir uns jetzt... Ey. Ich will den Scheuschkopf hier nicht. Ich hier so drüber. Zack. Mahlzeit. Seid gegrüßt. Jo, ich grüße euch auch, mein Freund. Zack. Ja, die sollte man nicht bestehlen, ne? Das habe ich nämlich auch noch vor unterwegs. Ich bin hier noch eine Weile beschäftigt. So. Haben wir da nochmal was geklaut, nur um Lug und Trug weiter zu leveln. Ich weiß ja nicht, ob das auch so missionsabhängig ist, welches Level wir dort haben. Nee, ich will den... So. Übungsschwertheft, das haben wir uns jetzt mal auch nochmal im Stieb biezt. Ich weiß ja gar nicht, wie viel wir den Leuten klauen müssen für einen Levelaufstieg. Dum, 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 dum. Oder wenn wir einen schwierigen machen, dann kriegen wir mehr als für einen leichten. Keine Ahnung. Einfach mal probieren. So können wir die nicht. Weil hier kriegen wir nichts, ne? Wenn wir jetzt so machen. Korb. Antiker Stichel. Cool. So, Quinn. Da bin ich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf wir dort drin stoßen werden. Nach der Sache mit der Fulstromheimstätte sehe ich das Eisenrad schon hinter jeder Ecke stehen. Es ist soweit. Ich fürchte mich vor wirklich allem. Seid ihr bereit? Ich... Bereit. Legen wir los. Nun gut. Gebt mir einen Augenblick, um das Tor zu entriegeln. Leb wohl. Mach ich.
Hat sie es jetzt offen? Na schön, es ist offen. Kommt schon rein. Ich komme schon rein. Ich möchte aber da eigentlich unentdeckt bleiben, wenn ich da reingehe. Und nicht direkt die ganze Aufmerksamkeit auf uns lenken. Auch nicht so gut. Auch nicht so gut. Jetzt bin ich mal das Suleiman-Herrenhaus. Was kommt jetzt da auf uns? Kampf? Oh. Jetzt müssen wir uns schon wieder irgendwo reinschleichen. Das ist eine Wache. Okay. Ist auch eine Wache. Kann ich das anziehen und dann erkennt man mich? Oh. Erkennt man mich eventuell nicht mehr? Ah, hier Inventar. Okay. Doch nicht, schade. Ziehen wir mal so ein Kettchen an. Kann ich nicht, schade. Oh. Bleibt denn der stehen? Nein. Was? So, okay. Der kommt jetzt hier wieder zurück, oder? Dass wir hier nichts haben, wo wir uns richtig hinter verstecken können. Okay, können wir jetzt so und uns an ihn vorbeipimmeln. So. Oh, da oben ist noch einer. Da. Jo, ich werde mal diesen Weg einschlagen. Dann werden wir uns da hochschleichen. Ich gehe jetzt mal riskanterweise hier rüber. So. No waste, no fun, habe ich mal gehört. Scholtwache. Wir sind verborgen. Ui. Ich weiß nicht, ob wir hier hinter verborgen bleiben. Anscheinend ja. So. Haben wir es geschafft? Anscheinend. Alter. So, aufschließen durchschnittlich. So. Mann. Jetzt aber. So. Silver Dwin. Abgeschlossen. Bricht das Suleiman-Herrenhaus ein. Da sind wir jetzt drinne. Ja.